Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light. Es geht weiter hier mit, Lara und der Aufgabe, die wir hier haben, mit 30 Sekunden, was weiß ich. Ich gucke mir das gerade mal so von weitem an, überlege, was ich machen kann. Mal als erstes versuche ich mal, die Kugel auf eine Platte zu tun. Dann muss ich wahrscheinlich immer den Hebel bewegen, dann die Kugel wieder auf die andere Platte tun. Weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das hinkriege. Aber ich habe das hingekriegt mit den Waffen. Hier ist der Knopf. Und jetzt habe ich endlich meine Waffe auch. Ist das nicht toll? Bam, bam, bam. Ich habe meine Magnum. So, es geht rein. Was kann ich jetzt machen? Das ist doch ein Witz. Ich werde bestimmt sterben wieder. Mach jetzt. Lauf mal hier lang. Und... Nein! Roll die da hin. So. Und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Hier. Den rausziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt der da lang. Komm. Roll dich. Roll dich, roll dich, roll dich, roll dich, roll dich, roll dich. Schitte! Oh Gott! Komm, geh da hin! Was kann ich machen? Was kann ich machen? Den ziehen, schnell, schnell, schnell! Hab ich's geschafft? Oh Gott! Das war voll hektisch schon so. Ich habe noch einen Schädel bekommen und 1000 Sachen eingesammelt. Was passiert hier? Gehen die wieder runter jetzt? Warte mal. Gehen die wieder runter von allein? Oh. Ja, die gehen wieder runter. Also möchte ich die Kugel da haben. Sind hier denn noch Sachen gewesen? Also, das Ding ist jetzt kaputt anscheinend. Komm mal her, Kugelchen. Da, da sollst du hin. Nein, du kommst hier. Nein. Hallo. So. Und da bleibst du jetzt. Ja. Ach, das war ja gar nicht weit. Da hätte ich die Kugel ja gar nicht gebraucht. Aber vielleicht muss ich auch nochmal zurück. Das muss ich hier machen. Wo muss die hin? Muss die hier rauf? Irgendwie nicht. Kann man die eigentlich auch runterwerfen? So, bitteschön. Roll dich. Ich weiß zwar nicht, wo die hinrollt gerade, aber ich werde jetzt hier mal wieder rumhüpfen. Ach nee, das bringt ja gar nichts, weil die sind ja gar keine Boni-Dinge. Nein, da war doch noch ein Schädel. Nein, geh doch mal nach oben. War da nicht ein Schädel? Da oben schwebt ein Schädel. Scheiße, ich brauche die Kugel wieder. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Nein! Ist die Kugel jetzt weg? Oh, scheiße! Ich will doch meinen 10. Schädel! Nein! Jetzt kann ich meinen Bonus-Dingsbums nicht machen. Kann ich hier... Wenn ich die... Nee, dann komme ich ja nicht mehr zurück. Doch scheiße. Ich will meine Kugel wieder haben. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich sie hier anschießen? Oh Mann. Ich ärgere mich gerade richtig doll. Ich wollte meine 10 Schädel haben, damit ich hier so ein Dings wieder bekomme am Ende. Ding halt. War klar, ey. Ja, komm. Kugel. Blödes Kugelding. Die ist da unten zerschmettert bestimmt, ne? Scheiße. Ärgerlich. Und da oben ist noch ein Schädel. Ja, aber der bringt mir jetzt nichts mehr. Gehst du mal bitte an die Seite? Mann, wie blöd muss man denn sein? Hallo? Ein
jetzt mal aus der Ecke da raus. Toll, jetzt habe ich 8 Schädel und hätte jetzt eigentlich 9. Das ist doch voll scheiße. Scheiße ist das. Scheiße. Beschießen oder sprengen Sie diese Schalter, um Türen zu öffnen oder zu schließen und Objekte in der Spielewelt zu manipulieren. Ja, dann. Wieso zielt sie aber dahin? Kannst du bitte... Geht doch. Und wie ist das jetzt hier mit... Aha, da ist noch was zum Einsammeln. Ich will aber meinen Schädel. Verdammte Axt. Gibt's doch nicht. Mann. Schädel haben will. Alexis möchte Schädel haben. Schädel. Ist hier kein Haken? Kann ich mich hier nicht irgendwo ran? Ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Weißt, wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil ich einfach so verbissen bin, so perfektionistisch und so blöden Schädel haben will. Spiele ich bis hierhin einfach nochmal, wenn das geht. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Es ging ganz schnell. Ich musste nur neu laden. Und jetzt ist hier die Kugel wieder da. Die Kugel ist wieder da. Meine geliebte Kugel. Und jetzt kann ich den Schädel mir holen. Man darf sie nicht... Bleibst du mal bitte hier? Ich brauche dich doch. Zum Draufstellen. Ich hoffe, das geht auch. So. Bleibst du jetzt stehen. Komm. Spring da rauf und... Warum geht das gar nicht? Muss ich noch näher ran? Oder hat das mit der Kugel gar nichts zu tun? Na komm! Das kann nicht... Ach, wisst ihr, das geht doch auch mit dem Speer, fällt mir gerade ein. Wie doof. Natürlich. Ach ja. Wie blöd ich bin. Ich brauchte die Kugel gar nicht. Aber trotzdem. Trotzdem, ich habe jetzt wieder 9 Schädel. Das ist wichtig. Einfach so. So. Nein! Aus dem Weg. Wie kann ich das denn mal hier so... Ich glaube, ich muss von hier oben springen. Oder wie habe ich das gemacht? Ah! Das war nicht so klug. Wie habe ich das denn gemacht? Nein! Wie kommt sie denn da... Wie schießt sie denn da hin? Ah! So, hier ist alles noch okay. Ist hier noch das... Nee, das hätte ich jetzt gesehen, das grüne Ding. Das ist nicht mehr da. Dann ist ja alles beim Alten. Nur quasi, dass ich meinen Schädel habe. Den anderen habe ich aber auch, oder? Ja, sonst hätte ich jetzt keine neuen Schädel. Also einer fehlt mir noch. Wieso ist es jetzt hier nicht... Ziehst mal bitte deine Waffe. Ach so, das war ja so... Sie zielt immer automatisch. Das ist etwas doof. Ist das jetzt offen? Wie geht denn das auf? Boah, ihr automatisches Zielen, ey. Jetzt ist sie offen. Schnell! 1000, 10.000, was weiß ich, wie viele Punkte eingesammelt. Zähle ich eh nicht. Was muss ich jetzt machen? Wieder draufhauen? Oh. Wie kann sie denn mal auto... Sie zielt immer automatisch. Kann ich das irgendwie ändern? Hallo? Lara? Bewegst du dich mal bitte? Lara! Lara! Lara bewegt sich nicht mehr. Sie bewegt sich auch nicht, wenn ich in die Luft gesprengt werde.
Hallo? Mädchen? Fuck. Sie bewegt sich gerade nicht mehr. Das soll wohl ein Witz sein. Achso. Ah, hä? Hallo? Bewegst du dich jetzt endlich wieder? Ja, sie bewegt sich endlich wieder. Was war denn gerade los? Ein beeindruckendes Exemplar. Du wirst mir eine gute Dienerin sein. Ich wäre da vorsichtig. Dann werde ich aus dieser zarten Haut eine Robe machen. Wir werden sehen. Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Oh nein! Oh. Ach, herrje. Nein! Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nimm die andere Waffe, Mädchen. Wie ging das nochmal? Oh, ist der stark. Scheiße. Und mit der Steuerung ist es gerade noch echt happig. Hilfe! Kannst du mal automatisch... Oh, Mädel, mach die Dinger zu. Ich weiß nicht, warum sie das mit den Zielen so scheiße macht. Sie zielt automatisch. Das ist echt behindert. Bescheuert. Boah, der ist so heftig. Ich weiß nicht, warum sie das macht, ey. Ich weiß es einfach nicht. Meine Fresse nochmal. Es nervt mich gerade auch tierisch. Kannst du mal in die andere Richtung gucken, Mädel? Keine Ahnung, was es soll. Das ist echt übel. Ich spiele mich mal noch so ein bisschen ein und mach mal noch einen Cut. Das ist echt nervig. Bis gleich. Hallo, da bin ich auch schon wieder. Ich weiß nicht warum, aber hier bin ich bei ihm hier. Werd voll fertig gemacht. Und die Steuerung ist immer noch absoluter Mist. Sie zielt automatisch in irgendeine bescheuerte Richtung. Und keine Ahnung, wo die hingehen, aber ich kann hier zurückgehen irgendwie. Und habe gerade eben hier so eine Monster fertig gemacht. Und ja, weiß ich nicht, hier auf dieser Ecke. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt hier so mache, dieses... Wenn ich jetzt sag, komm, dreh dich nach oben rechts. Dann dreht sie sich gerade automatisch um. Also, ich gehe da hin und sie macht den. Und selbst wenn ich jetzt da oben hingehe, macht sie das automatisch. Dann kann ich mich zwar hier so komisch drehen, aber es ist total zielungenau. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo komme ich hier hin? Oh. Was ist hier? Möchte ich das schaffen? Oder möchte ich erstmal da oben lang gehen? Ich gehe nochmal erstmal die Treppen hier oben lang. Das böse, fette... Monster habe ich noch nicht getötet. Diese Reliquien wurden angeblich von den Göttern geschmiedet, um verdienten Kriegern mehr Macht zu verleihen. Okay. Energieanzeige. Die Effekte einer Reliquie werden nur aktiviert, wenn ihre Reliquien Energieanzeige voll ist.
sammeln Sie Edelsteine und neutralisieren Sie Gegner, ohne selbst Schaden zu erleiden, um die Energieanzeige zu füllen. Ist die Energieanzeige voll, leert sie sich vollständig, sobald sie verletzt werden. Okay. Ich habe zwar nichts verstanden, aber... Einen Tonpfeil haben wir. Toll. Und was noch? Das Messer. Und hier habe ich noch irgendwas. Ach so, den Tonpfeil. Ja, nee, den hatten wir schon. Ja, weiß ich auch nicht, was ich da jetzt so... Da war aber irgend so ein Ziel stand da. Oh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wo komme ich jetzt wieder hin? Ah! Warum ist das jetzt hier zugegangen? Warum? Ich kann voll fliehen. Habe ich das Gefühl. Ich bin gerade einfach mal vor den bösen Monstern geflohen. Hab's mir leicht gemacht. Finde ich aber schön, dass man sowas überhaupt mal kann. Oh nein, da müssen wir uns aber beeilen. Komm ganz schnell wieder raus. Geschafft! Oh. Nein! Was muss ich denn da machen? Aber ich habe 10 Schädel. 10 Schädel. Ich habe 10 Schädel geschafft. Ist hier irgendwo ein Haken? Oder wie komme ich wieder zurück? Wenn ich den hier jetzt ziehe. Das sind voll die üblen Fallen. Wie komme ich denn wieder zurück? Ne? Nein. Ach so, mit da oben vielleicht? Ah. Aber dann habe ich gar nicht alle Punkte. Wie blöd. Hallo? Nein, Lara, schnell da hoch. Lara, da hoch! Oh Gott. Sie hat sich nicht festgehalten. Ich konnte nichts dagegen tun. Es ist so spannend. Ich muss es nochmal versuchen. Muss ich da... Okay, wenigstens einen habe ich noch hingekriegt. Und noch einen hoch. Und noch einen hoch. Komm. Kannst du da jetzt nicht hochspringen? Doch. Komm. Hoch. Hoch. Nein. Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Gar nicht? Oder das Ding rollt aber immer weiter und ich... Hilfe! Ich möchte hier hoch. Und wenn ich mich hier runterhacke, so, schnell, um die Ecke rum, geht das? Fällt das jetzt runter? Bin ich jetzt tot? Ich sterbe. Wie komme ich denn auf den letzten hoch, ohne Stab und ohne Klammern? Einmal versuch's. Ich glaube, dann ist der Part auch langsam schon wieder voll. Mit meinen ganzen Cuts hier, meinen 1000 Toten. Ja, so ist das, Lara, wenn du nicht aufpasst. Ach ja, hier kam ich ja so hoch. Komm. Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Ich flick's nochmal. Boah, das ist nicht dein Ernst, oder? Wie? Da oben, der Kante, der Dings. Oh Gott. Yeah! Nein! Oh Gott. Ich renn hier schon voll so durch, weil ich Verschiss hab. Ach, ich hab das Level abgeschlossen. Aber... Ich hab voll die wenigen Power-Ups. Ich hab gar nicht alles geschafft. Ich habe das Monster nicht getötet. Aber toll, ich habe das Level abgeschlossen. Naja, ist doch ein schönes Ende, zumindest auch wenn ich mit allen Dingern, die man noch finden kann, vielleicht sollte ich das Level nochmal machen und dann mache ich es diesmal besser.
Also, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Lara Croft and the Guardian of Light und versuche mein Bestes, um mich zu bessern in diesem Spiel. Die Zielsteuerung mit dem Stab finde ich sehr, sehr schwer. Also ich glaube, sonst hätte ich in 0, nichts die Monster auch töten können, aber so ist es halt, dass ich bei den kleineren Monstern, die kann man ja nur töten mit dem Stab und wenn sie das automatisch mit dem Zielen immer macht, sie dreht sich halt komplett in eine andere Richtung. Oder ich krieg's halt irgendwie noch nicht hin, mich in die richtige Richtung zu drehen, wo das Monster mal ist. Nur muss ich entweder den Dreh noch rauskriegen oder weiß ich auch nicht, wie man es macht. Ich habe in der Steuerung schon geguckt, da stand nichts. Keine Ahnung. Sonst schaue ich mal bei jemand anderem rein und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Lara Croft. Bis dann. Ciao.